ich heute mal mit einem etwas lustigeren Thema beglücken. In der Vergangenheit bin ich das öfter gefragt worden, glaubt ihr Prepper denn wirklich an eine Zombie-Apokalypse? Das kann man eindeutig mit Nein und Ja beantworten. Warum nein? Ich denke nicht, dass Prepper der Meinung sind, dass es wirklich so eine Zombie-Apokalypse à la Walking Dead gibt oder geben wird. Außer vielleicht, der Herr Lauterkübel hat recht und das uns bekannte Virus mutiert so sehr, dass es vielleicht zu dem Effekt kommt, aber ihr könnt euch selbst denken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Sehr, sehr, sehr gering. Warum habe ich dann Ja gesagt? Weil gerade unter den Preppern jeder, der sich nicht vorbereitet und dann, wenn seine Vorräte zu Ende gehen, sein Wasser zu Ende geht und nichts mehr zu trinken und zu essen hat, vor allem für die Kinder, dann loszieht und bei Bekannten und Freunden klingelt. Kann sein, dass er Glück hat und was kriegt. Kann auch sein, dass er nichts kriegt. Auf jeden Fall wird im Laufe der Krise die Stimmung unter diesen Leuten immer gereizter und angespannter. Und dann kommt es schon mal vor, dass solche Leute gewalttätig reagieren, anfangen zu plündern, andere Leute einfach niederschlagen, um an Nahrungsmittel oder andere Güter zu kommen. Und die bezeichnen wir sehr wohl als Zombies. Denn die sind genauso gefährlich wie Zombies, sie bewegen sich nur um Vielfaches schneller. Also eigentlich noch gefährlicher, ne? Ja, deshalb die Antwort, nein. Also, glaube ich kaum, dass es irgendeinen Prepper gibt, der wirklich mit einer echten Zombie-Apokalypse rechnet. Wobei, die USA hat sogar ein Handbuch für das Militär, wo was drinsteht dazu. Also will das Militär das sagen, dass es sowas geben könnte? Nee, glaube ich nicht. Aber das andere ist halt dann Leute, die einem rundherum gefährlich werden können, wenn man selbst vorgesorgt hat und andere eben nicht. Gut, es wird ja jetzt schon immer mehr in diese Richtung gehen. Man sieht ja, die Raub- und Diebstahlrate, die Gewalttätigkeiten in Deutschland nehmen mit der Krise zu. Alles fängt jetzt an mehr zu kosten. Viele Sachen können sich manche Leute auch nicht mehr leisten, zumindest legal nicht. Dann ist die Frage, was sie machen. Verzichten sie darauf oder beschaffen sie es sich dann irgendwann illegal? Wenn das Geld knapp wird, da ausgeht, steht man dann vielleicht in der Nähe eines Bankautomaten und wartet, bis jemand das abhebt, um das dann abzunehmen. Ich weiß nicht. Ich auf jeden Fall denke, man muss sich immer in Acht nehmen, egal wo man ist, egal wo man sich bewegt, egal wo man unterkommt. Beispiel meine erste Aktion, wenn ich irgendwo im Hotel einchecke, ist zu schauen, Fluchtplan, wo kann ich hin, wo hängt der nächste Feuerlöscher und so weiter. Also mich auf die Gegebenheiten einstellen. Das sollte man eigentlich immer im Alltag tun. Auch wenn man zu Fuß unterwegs ist, man kennt die Strecke schon, dann weiß man schon, was einem wo erwartet. Wenn man auf unbekannten Gegend ist, muss man umso mehr vorsichtig sein und vorausschauend denken. Ja, vielleicht sind Zombies auch Wildschweine. Ich bin schon mal einem begegnet, bin ich lustig. Wer schon mal einer Bache mit Frischlingen begegnet ist, der weiß, dass sie ziemlich aggressiv sein können. Ja, aber ähnlich werden auch Menschen. Ihr müsst euch überlegen, das harmloseste Tier, das man in die Ecke treibt, das fängt irgendwann an, sich zu wehren, auszubrechen, das unter Druck gerät. Beim Menschen ist das nicht anders. Angst und Panik erzeugen manchmal sehr unrealistische Reaktionen von Menschen. Und gerade Leute, die sich nicht auf Situationen vorbereiten, auch mental darauf vorbereiten, dass irgendwann die Situation schwieriger wird, ja, die werden dann ein Ventil suchen. Und da hoffe ich, dass ihr nicht das Ventil seid. Deshalb ist mein Rat, werden wir es so machen in der Krise, wenn es wirklich mehr eskaliert und zu einem zum Beispiel Blackout kommt, der mehr als 2-3 Tage dauert, dann werden wir sicherlich das Haus nicht mehr verlassen. Ist auch nicht notwendig. In der Arbeit könnte ich eh nichts mehr tun ohne Strom. Ich bin ITler, könnte meine PCs auch nicht mehr anschalten. Auch der Rest der Familie kann, sage ich mal, ohne Strom wenig bis gar nichts tun in der Arbeitsstelle. Also bleibt man zu Hause, man hält die Füße still, man hält sich bedeckt. Wenn es klingelt, haben wir so eine schöne kleine Kamera,
der unseren Hauseingang anschaut und beobachtet, dann sieht man, wer vor der Tür steht. Und wenn es jemand ist, den man flüchtig kennt oder mit dem man weiß, er hat da immer drüber gelacht und hat sich nicht vorbereitet, dann ignoriert man das Klingeln einfach. Ja, ist toll, sorry Leute, aber ich werde nicht meine Vorräte irgendjemand geben und am Schluss müssen meine Leute hungern. Family first. Dieser Grundsatz gilt ja auch für die USA. USA. USA first. America first. Warum nicht Family first? Die Familie ist mir das Wichtigste. Und da kommt lange, lange nichts. Und da kommt irgendwann gute Freunde. Und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommen Bekannte. Und dann kommt noch lange, lange nichts. Und da kommt der Rest der Deutschen. Tja, hart. Aber ist halt so.